Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Longest Journey mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge uns hier ein klein wenig rumprobiert und mal geschaut, wie wir denn jetzt hier von A nach B kommen, beziehungsweise haben wir jetzt ein paar Erkundungen eingeholt. Wir wissen jetzt ganz offiziell, welche Zeichen für welche Gebiete stehen und müssen jetzt noch uns Gedanken darum machen, wie wir denn damit zurechtkommen. Das sind immer die Typen, die sind mir irgendwie suspekt, aber gut. So, ach nee, ich muss hier erstmal gucken. So. Ja, ich möchte jetzt erstmal schauen, was wir hier überhaupt alles haben. Ich glaube, da nehme ich mir jetzt auch einfach mal ein Blatt Papier, falls man das hier jetzt hört. Falte es einmal in der Mitte. Und nehme einen Stift, in meinem Fall einen Füllhalter, weil ich die einfach ganz gerne habe. So, da haben wir einmal den... Einmal keine Tinte, das ist der Klassiker, den muss ich mal wieder auffüllen. So, da haben wir einmal den Baum. So, dann haben wir die Ruinen. Und wir haben einmal das Cliff. So, dann haben wir da Sagen und Hören jeweils. So, zack, zack, zack. So, und jetzt suchen wir uns einfach mal die Sachen raus, die jetzt wirklich dargestellt sind. Einfach mal, damit wir mal wissen, wo wir überhaupt hinkommen. So. Also, der Baum kann mit sich selbst reden. Zack, so. Der redet mit sich selbst. Naja. So, mit wem redet der denn noch? Na komm, da sind noch ein paar. Müssen noch ein paar sein. So, da sehe ich schon, dass die Klippen. Und mal schauen, was noch kommt. Ich gehe nämlich jetzt davon aus, dass wir hier... So, das war's dann schon. Dass wir hier noch so ein paar Sachen einstellen müssen. Na, mal gucken. So, da unten ist jetzt erstmal wieder gar nichts. Der redet auch mit... Also, der hört sich selbst reden. Ist auch nett. Ich höre Stimmen, wie sie mit mir reden. Und ich kann sie nicht verstehen. Bin ich das selbst? Nein, das ist der Vulkan. Der hier noch fehlt. Eine dreieckige Öffnung. Da bin ich wieder mit der Maus. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ja, da bin ich wieder mit der Maus verrutscht. So, und dann haben wir noch die Ruinen. Und dann dürfte es das fast schon gewesen sein hier. Jawohl, das dürfte es gewesen sein. Ich stelle das hier jetzt einfach mal um, weil ich denke, dass hier die Ruinen und die Klippen das Interessanteste sein dürften. Einfach weil ich hoffe, dass wir hier nicht mehr von A nach B müssen dann. So. Also das hier müssen die Ruinen sein und da oben müssten es dann die Klippen werden. So. Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass die Geschichte im Vulkan wirklich nur zur Deko war. So, okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Und lassen diese komischen Wesen hier jetzt einfach mal alleine. So, dann mal wieder auf zum Strand. Und erstmal da oben die Klippen. Ne, Quatsch, nicht die Klippen, die Ruinen. Dann machen wir jetzt dasselbe Spiel.
Auch wenn das dann jetzt halt wieder ein wenig länger dauert, es tut mir dann irgendwo leid, aber da müssen wir jetzt mit leben. So, wir haben unseren tollen Steinschlüssel. So, und der sagt, zu wem sagt er denn etwas? Er sagt etwas zu niemandem, er ist stumm. Und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Nee, wir gucken jetzt einfach mal. Da, also er redet mit dem Vulkan. Okay, und da müsste jetzt eigentlich auch der Baum dabei sein. Er redet mit sich selbst. So. Ja, das muss ich jetzt immer nochmal von Hand aufschreiben. Nee. Das war's. Okay, jetzt wird's interessant. Also er hören tut er vom Vulkan. Und von den Klippen. Eine dreieckige Öffnung. Ah, schon wieder verklickt. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. So. Was kommt denn dann noch an Interessantem? Da war, glaube ich, auch wieder irgendwas. Ja, das war's. Okay. So, das heißt, den hier, den müssen wir eigentlich auf die Klippen stellen. So, und den da oben dann auf den Vulkan. Weil alles andere macht ja keinen wirklichen Sinn hier. So. Okay, dann nehmen wir den jetzt nochmal mit. Und gehen jetzt mal den letzten noch an. Es gibt ja anscheinend nur drei. Zumindest haben wir nur drei Stück von dem... Quark. Drei Stück haben wir nur in dieser komischen Linse in dem Torbogen in der letzten Folge gesehen. Nicht in dem Torbogen. Mann, ey, was ist denn heute mit mir los? Ich red hier nur noch Käse zusammen. Naja. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so haben. Klick, klick, klick. So, also er redet mit dem Baum. Und er hört von den Ruinen. So, dann drehen wir mal weiter. Dann nehmen wir halt erstmal wir nehmen zuerst die Sagenseite. Die Sagen und Märchen. Sage mir, was du letzten Sommer getan hast. Und sage mir, dass du auch zu den Ruinen reden kannst. Und auch zu dir selbst. Es ist immer sehr schön, wenn man mit sich selbst reden kann. Da hat man jemanden gefunden, der einem auch zuhört. Meistens. Also ich meine, ich höre mir manchmal auch nicht so wirklich zu. Gerade wenn ich jetzt hier aufnehme und mir die Sachen dann im Nachhinein nochmal so anhöre, dann höre ich immer jede Menge Dinge, von denen ich mir dann denke... Ja. Eine dreieckige Öffnung. Ah, das musste ja wieder passieren. So. Okay, dann war noch das Hören. Von wem hören wir denn noch? Okay, er kann auch noch vom Baum hören. Eine dreieckige Öffnung. Ja, ist sieht gut. Aus wie ein Schlüsselloch.
So. Ja, da sind nur die Ruinen. Okay, also er kann hören, was die Ruinen sagen. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, wie wir das denn am cleversten machen könnten. Also, ich habe so das Gefühl, dass wir die Sachen vom Vulkan wieder auf den Vulkan zurückbringen müssen. So, also ich habe jetzt meine schlaue Liste geschrieben, deshalb kann ich die jetzt hier schon mal so grob durchgehen. Ich meine, gut, unter Wasser hat es nicht viel geholfen. Also, wir könnten der Baum könnte dem Vulkan zuhören und könnte dem Cliff sagen, was Sache ist. Das Cliff kann dem Baum zuhören und kann den Ruinen sagen, was Sache ist. So, die Ruinen können, Moment, die Ruinen, genau, das, ich komme hier durcheinander, also Baum, Cliff, Ruinen, so. Okay, also der Baum sagt dann dem Cliff hier, was Sache ist, das Cliff hört dem Baum zu und sagt es den Ruinen. So, also drehen wir jetzt erstmal den. Das Cliff hört dem Baum zu. Na komm. So. Und redet zu den Ruinen. Ich hoffe jetzt mal, dass der Käse hier funktioniert, so wie ich mir vorgestellt habe. Ansonsten haben wir jetzt gleich hier richtig Spaß. So. Genau. Es sagt den Ruinen. Jawohl. So, und die Ruinen hören dem Cliff zu und reden zum Vulkan. Wäre der Plan jetzt. Mal gucken, ob der Spaß hier funktioniert. Wäre zumindest mal eine Kombination, die ich mir so vorstellen könnte. Ob die jetzt natürlich so funktioniert, ist eine ganz andere Frage. So, die hören dem Cliff zu und reden mit dem Vulkan. Das passt schon mal. Und dann gehen wir in den Dschungel und schauen mal, ob wir jetzt beim Baum das Richtige eingestellt kriegen. So. Okay, dann mal ein Versuch. Das war's, glaube ich. Nein, das war der Falsche. Oder? Ne, Moment, das war der Richtige. Das war sogar der Richtige. So, der muss jetzt nur noch auf den Vulkan gedreht werden. Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt hier nicht ver... Irgendwas? Nein, ich habe mich in nichts vergaloppiert. So. Okay. Sind wir jetzt hier richtig? Stimmt das hier jetzt, was wir machen? Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Der müsste eigentlich auf dem Baum sein. Der Baum hört einen Vulkan zu und geht zum Cliff. Das Cliff hört dem... Nee, Moment, der Baum hört dem Vulkan zu, geht zum Cliff. Das Cliff hört dem Baum zu und geht zu den Ruinen. Die Ruinen hören dem Cliff zu und gehen wieder zurück zum Vulkan. Ja. Okay. Ich sehe eine Statue unter einem riesigen Baum.
frage mich, ob das jetzt hier die richtige Idee war. Ein riesiger Baum. In seiner Krone kann man einen großen Gegenstand erkennen. Tja. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber kann ich die irgendwie anders miteinander verschalten? Ich sehe gerade nichts, keine Möglichkeit, wie ich hier die Sachen da großartig anders miteinander verschalten könnte. Ich bin jetzt gerade sehr verwirrt und so. Hab mir jetzt extra so viel Arbeit gemacht, hab mir Gedanken gemacht, aber irgendwie will das nicht so. Mach. Was mache ich verkehrt? Der hört dem Vulkan zu und redet mit dem Cliff. Ja. Da hinten. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwo vielleicht oben und unten verwechselt haben. Passiert ja normalerweise nicht ganz so oft. Man verwechselt ja lieber rechts und links. Aber ich glaub's eher nicht. Der hört dem, was vom Cliff kommt, und redet mit dem Vulkan. So. Und hier drüben? Ja, da gehen wir nochmal hier hoch. Also ich meine, wir haben ja jetzt wieder eine Menge Ideen gehabt. So, der hört dem Baum zu und redet mit den Ruinen. Das müsste es eigentlich sein. Das müsste es eigentlich absolut sein. Eine alte Feuerstelle. Ja, ich bin jetzt überfragt, weil ich habe jetzt keine Ahnung. Dem können wir ja immer noch nicht helfen. Oder klappt das jetzt? Können wir vielleicht jetzt irgendwie dadurch, dass wir das da eingestellt haben, mit dem reden, dem irgendwie helfen oder was? Ich kann die Muschel nicht zerbrechen. Sie ist viel zu dick und wuchtig. Ich habe das dumpfe Gefühl, du bittest mich um Hilfe. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Tja, tja, tja. Können wir denn die Krähe nochmal holen? Krähe, alter Kumpel? Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Okay, jetzt haben wir aber so ziemlich alles ausprobiert. Na gut, wir haben bei weitem noch nicht alles ausprobiert, aber irgendetwas sagt mir, dass hier noch etwas fehlt. Irgendein Teil in unserem Puzzle fehlt noch. Und ich denke, ich werde... Was? Ist da jemand? Sei still. Ich weiß, dass da jemand ist. Ich habe dich gehört. Ist sie weg?
ist immer noch da. Hör auf, hör auf, hör auf! Wenn Was? Du dich nicht zeigst, bleibe ich hier sitzen. Früher oder später musst du ja mal rauskommen. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden. Sonnenfinsternis. Oh nein. Oh doch. Ich hasse diesen Ort. Ich kann mich nicht mal hinsetzen, ohne die Bewohner zu zerquetschen. Alarm, große Person im Anmarsch. Ja, genau. Wenn wir jetzt schon die Zeit jetzt nochmal haben, das Rätsel hier jetzt gelöst haben, worauf ich mich jetzt auch wieder ein bisschen freuen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, in der nächsten Folge führen wir dann diesen Dialog hier fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!